Hallo, mein Name ist Rainer Gerhardt. Ich möchte gern vorstellen, wie man den I-Vektor zwischen zwei Liniensegmenten konstruiert oder zeichnet, wobei ich mir schon relativ sicher bin, dass meine Zeichnung nicht wirklich gelingen wird. Das braucht uns nicht zu interessieren. Erst noch mal kurz zur Erinnerung, wenn wir jetzt zwischen zwei Punkten den B-Sektor zeichnen wollen, dann seien das die zwei Punkte, dann wählen wir den Punkt in der Mitte, eben der zu beiden gleichen Abstand hat, und der ist in dem Fall natürlich eine Gerade, ist schon nicht gerade, eine Gerade, weil mit zunehmendem Abstand das immer entsprechend gleich bleibt. Die Grundidee, immer den gleichen Abstand oder den Mitte des Abstands zu nehmen, ist hier auch gleich. Also bei den Punkten hatten wir x und y und dann haben wir gezeichnet, da wo x y entsprechend liegt, Mitte dieses Abstandes. Das machen wir jetzt, wenn wir Geradensegmente haben, auch. Also zeichnen wir einfach mal zwei Liniensegmente. Das soll eine Linie sein. Nehmen wir das. Jetzt soll auch der Abstand ermittelt werden. Allerdings ist das etwas, haben wir es natürlich mit vielen Punktmengen zu tun. Und die Mitte ist eben genau die Mitte. Nehmen wir an, das sind die Geraden L und K. Dann ist die Mitte für jeden Punkt immer das Minimum für alle x-Element L, also alle Punkte auf der einen Geraden, und für alle y-Element K, also alle Punkte auf der anderen, und davon eben xy, der Abstand. Heißt also, wir müssen sämtliche Punkte betrachten. Das können wir zeichnerisch mit ein paar Hilfslinien lösen. Also wenn wir das lösen wollen, können wir es zeichnerisch lösen, indem wir ein paar Hilfslinien zeichnen. Versuche ich jetzt mal. Und zwar grenzen wir die Bereiche ein, in denen sich unsere Geraden bewegen. Ist da oben noch, dann geht es etwas leichter. Also wir zeichnen zuerst die Hilfslinie. Dann bekommen wir verschiedene Bereiche, zwei Schnittbereiche. Wir sehen, wir haben hier, nochmal ein bisschen größer, wir haben hier oben Bereiche, die liegen gänzlich außerhalb von beiden. Da ist also der Abstand zwischen Endpunkten letztlich interessant. Respektive der wird es nachher sein. Und wir haben Bereiche, die liegen komplett im Schnitt. Also hier, diese Bereiche sind von beiden im Schnitt. Da haben wir im Prinzip eine ähnliche Situation wie hier, dass wir immer die nächsten Punkte berechnen können. Dann haben wir einen Bereich, da ist nur der Endpunkt und dieser Endpunkt, der trifft auf mehrere andere. Solche Bereiche, wo nur ein Bereich entsprechend da ist, da suchen wir uns, der ist parabelförmig, da suchen wir uns die kleinste Entfernung, das ist die Mitte, der Scheitelpunkt der Parabel, und das wird jetzt mit Sicherheit keine Parabel, aber nehmen wir mal an, das wäre eine, und zeichnen dann die Parabel ein. Dann haben wir die Bereiche im Schnitt. Da ist es die Winkelhalbierende zwischen diesen Geraden. Das wäre also jetzt hier relativ simpel. Weil das gerade rauf geht, jawohl. Hier laufen wir auch im 45-Grad-Winkel. Jetzt kommen wir, da laufe ich oben schon raus, hier kommen wir noch in einen Bereich, da ist wieder nur ein Endpunkt. Jetzt ist der Endpunkt relevant in Verbindung damit. Das heißt, jetzt werden wir hier wieder ganz leicht kurz mal parabelförmig. Versuche ich das gar nicht wirklich parabelförmig zu zeichnen. So, deswegen sind wir sowohl hier als auch hier außerhalb. Da interessiert uns jetzt nur noch, jetzt sind wir eigentlich in dem mehr oder weniger eindimensionalen Fall, da interessiert uns jetzt nur noch der Bisektor zwischen den beiden Punkten, weil alle anderen Punkte außer den Endpunkten sind weit entfernt. Damit bleiben eigentlich nur zwei Punkte in der Betrachtung.
Wenn ich den Bisektor jetzt mal richtig zeichne, dann gibt es hier also eine Halbgerade, die nach oben rausläuft. Und hier, das müsste dann auch so in der Richtung sein. Sieht jetzt hier in dem Beispiel so aus, als wenn die Stücke mehr oder weniger gleich sind, bis auf den Parabelbogen. Wenn man das in komplizierteren Fällen macht, die ich auch bestimmt nicht hätte vernünftig zeichnen können, dann sieht man durchaus, dass sich das schlängelt. Der Kernpunkt ist, dass immer das Minimum gesucht wird und diese Hilfslinien, die dienen eben dazu, zu ermitteln, in welchem Modus ich im Endeffekt zeichnen kann.